Er funktioniert wieder. Der Aufzug, der hier von diesem Außenposten der Berserker runterführt in das verbotene Tal. Tief geht es runter. Da haben wir schon einige Abenteuer erlebt. Haben einige Monster getötet, haben das Zahnrad gefunden und zurückgebracht, was dafür, nachdem es jetzt wieder reinmontiert worden ist, sorgt, dass hier wieder alles reibungslos läuft. Haben unten allerdings auch einige Herrschaften getroffen, für die wir einfach noch nicht so stark sind. Einige Alpspäher und einige seltsame Kreaturen, halbnackte Wilde, halb Mensch, halb Bestie, so wirkten sie auf mich. Noch einige Monster, die ganz furchterregend waren. Eine Quest konnten wir deshalb nicht erfüllen. Es liefen einfach zu viele und zu starke Gegner rum, die sich einen direkt darum scherten, dass wir auf sie eingeprügelt haben. Duras recht zu sehen und ich, Jax, der Alpverstoßene. Was machen wir jetzt? Wir erfüllen die Quest, die Duras uns mal gegeben hat, Zahn um Zahn. Es geht um die Aufklärung eines Mordfalles. Drei Verdächtige haben wir schon befragt, zwei fehlen noch. Die sind hier oben zu finden. Die beiden gelben Punkte. Und da haben wir noch keine Teleportationspunkte. Wir gehen ein kleines Stück in die Richtung, können wir uns schon mal beamen lassen. Zum Lager. Und bevor wir von hier aus aufbrechen, mache ich ein kurzes Nickerchen. Am nächsten Morgen. Vielleicht haben wir dann... Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Dann haben wir vielleicht auch wieder besseres Wetter. Dann nieselt es nicht. Und ich hole mir keine Erkältung. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Wahre Worte, gelassen ausgesprochen. Blendende guten Morgensonne. Hallo. Hallo Land. Hallo Abenteuer. Hallo Welt. Und es geht eigentlich nur, das müssen wir uns merken, schnurstracks Richtung Norden. Das ist der Konverter, da waren wir auch schon. Den haben wir allerdings nicht knacken können. Und da sind wir auch jetzt noch nicht stark genug für. Das heißt, wir könnten außen rumgehen. Einfach hier die Außenstraße, immer am Hang nach. Also Richtung Nordwesten und an den Hang immer Richtung Norden. Komm. Immer mitkommen, bitte. Was ist da links eigentlich? Die Beste da, die können wir doch töten. Ja. Der dagegen, das ist ein Jungenhornwort, vielmehr klein. Von hinten, wer der Kollege, ach, der ist schon tot. Ein junger Hornwolf, sogar nur. Jetzt sind wir auf der Straße. Folgen der. Sammeln auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Limo. Die berühmte Limonade von Goliath. Alles Zeugs, das haben wir gut verscherbeln können. Oh, da oben ist ja noch ein Trank. Blümchen pflücken nicht vergessen. Immer ein Auge für die Natur hier haben. Dann noch Blumen mit so einem fantastisch schönen Namen. Seelenkraut. Zauberhaft. Da links ist auch eine Blume, die wir uns holen können. Wieder fängt es an zu regnen. Was für eine feuchte Gegend hier. Komm mit, Duras. Das ist ein Hornwolf.
Tja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und weiter geht's. Immer ein Auge für die Natur. Damit meine ich nicht nur die toten Bestien, nicht nur die Fauna, auch die Flora. Da hinten ist noch eine Pflanze. Und ein Vögelchen. Zurück auf die Straße. Ein kleines Steak zwischendurch futtern. Und hier hört die Straße auch schon auf. So, und wir wollten uns ja, glaube ich, westlich von dem Fluss immer hier lang bewegen, ne? Immer am Bergrand lang, in Richtung Norden. Oh, was ist das für einer? Alterskeks, der ist vermutlich etwas, der ist mir zu groß. Hier ist der Konverter der Alps in der Nähe. Da kommt er ja doch. Ne, das ist ein anderer. Ist das hier ein Steinbruch? Ah, da links, das Haus. Das wäre doch eine Möglichkeit, eventuell einen kleinen Stützpunkt zu bekommen. Da links, das winzig kleine Haus, da fliegen wir gleich mal rüber. Ich hoffe, er ist kein Feind. Ist dieser alte Skeks da links. Oh, es ist einer da. Ein Häscher. Oh, der war für uns beide. Also für mich war der auf jeden Fall zu mächtig. Zwei Häscher, eine Bestie. Wow. Das sind anscheinend Mutanten. Ihr habt ja gesehen, unsere Hiebe haben denen nichts, nicht den geringsten Schaden zugewiesen. Das war schon heftig. Gut, dass wir zurückgeschleudert werden in der Zeit. Reicht's mir? Das ist die Bestie von eben. Tja!
Hier waren wir eben auch schon. Da hinten der alte Skex, den gehen wir aus dem Weg. Aber hier kamen wir... Was sind das da? Ach, das gehört hier einfach nur zur Landschaft. Den können wir uns aber auf jeden Fall holen. Das war nicht so schwierig. Von meiner Seite aus keine Ruhmestat. Zweimal Luftlöcher, glaube ich, geschlagen. Hier oben waren wir. Das ist so ein kleiner. Schon besser. Etwas futtern zwischendurch. Das ist dieser alte Skex, den wir aus dem Weg gehen. Da hinten, das Gebäude meiden wir. Scheint ein Hornwolf zu sein. Der dürfte für... Das da rechts ist, ne? Das ist der Konverter. Der Hornwolf dürfte eigentlich kein Problem für uns darstellen. Das war ein Spezialschlag. Wir links den Bogen, den Balken aufgefüllt, konnten am Schluss einen solchen Schlag durchführen. Genau, das ist der Konverter. Der ist noch zu heikel für uns. Diesen kleinen da links, den kann man dagegen schon töten. Straße findet ihre Fortsetzung. Können wir da was pflücken? Ganz schön... Oh! Was denn das? Drei? Na, drei sind mindestens zwei zu viel. Da links ist ein anderes Gebäude. Aber in den Erfahrungen von dem Haus von eben... Der Weg ist auf jeden Fall versperrt. Rechts oder links? Ich speichere mal ab. Dann versuchen wir mal links. Bitte mitkommen. Das ist nur ein Hornwolf. Oh, merkt ihr? Die Atmosphäre hier ist giftig. Das heißt, wir müssen der Gegend... Wir müssen hier gleich wieder weg. Links ist eine Giftwolke. Aber vielleicht können wir der Giftwolke aus dem Weg gehen. Nee, die ist ja überall. Also in das Gebäude kommen wir nicht rein. Was wir machen könnten, ist unten lang laufen. Oh, da kommen gleich mehrere von den Biestern. Ausdauer war alle. Ha!
Jetzt hier unten weiterlaufen. Am Fluss. Wir müssen aufpassen, wo die Raptoren sind. Oder Beißer, ich glaube, das waren Raptoren, oder? Da führt ein Weg lang. Das ist die Straße, die von rechts kam. Und da müssen wir auch hin, auf jeden Fall. Auf dieses Asphaltband. Wir können versuchen, links drum rum zu laufen. Um diesen Felsen. Dem gehen wir bitte aus dem Weg, der ist zu groß. Was finden wir hier? Juhu, mal wieder Klopapier gefunden. Das braucht man in der Wildnis unbedingt. Da ist die Straße wieder. Sieht alles ruhig und sicher aus. Oh, zu früh gefreut. Aber den kriegen wir. Ausdauer alle. Etwas Steaks zwischendurch mümmeln. Und hier weiter Richtung Norden laufen. Hier kann man die Straße weit einblicken in beide Richtungen. Also wenn hier irgendwo ein Feind wäre, wir würden ihn sehen. Das waren sicher Alpjäger. Sind wir vielleicht, ist das vielleicht eine Warnung, sind wir hier auf dem offenen Asphaltband? Möglicherweise ein viel zu gutes Ziel für die. Sind wir hier auf dem Präsentierteller? Vielleicht doch ein kleines Stück neben der Straße herlaufen, bei den einen oder anderen Kritter töten. Noch Tranke. Ich glaube, das war eine neue Pflanze. Die kannte ich noch gar nicht. Was mir Sorgen macht, ist, dass wir... Finden wir hier noch was? Ja. Dass wir hier... Wir haben ja später Mittag, früher Nachmittag jetzt. Wir haben keine Möglichkeit, hier irgendwas zu schlafen zu finden. Vielleicht da vorne in einem der Gebäude? Schaut mal da unten. Da liegt ein Toter, oder? Klerikeranführer. Notizbuch des Anführers und ein toter Kleriker. 54 Lexit. Wow. Was ist ihm denn passiert? Einigen der Stadtverwaltern scheint es nicht zu passen, wie nah uns die Berserker bereits mit ihren Pflanzen kommen. Habe heute einen inoffiziellen Auftrag erhalten und soll mir ein paar Kameraden zusammensuchen. Haben die Mission begonnen, sind mitten in der Nacht aufgebrochen, niemand hat uns bemerkt. Die Berserker haben nun eine Palisade um ihr Welternherz errichtet. Jetzt kommen wir nicht mehr leicht an sie heran. Eine Manipulation wird jetzt nicht unbemerkt bleiben. Ich schicke besser eine Nachricht zurück in die Stadt. Diese Mission hat keinen Sinn mehr. Weiß nicht, wie lange ich schon hier unten gelegen habe. Kann nicht mehr aufstehen.
Die Schmerzen sind bald unerträglich. Was ist mit meiner Truppe passiert? Diese Idioten haben es nicht mal geschafft, mich hier unten zu finden. Ich verrecke hier, wenn nicht bald jemand kommt. Habe gerufen, bis meine Kehle wund war. Niemand wird kommen. Ich bin verloren. Meine Hand ist so schwach. Kann kaum noch schreiben. Traurig. Finden wir ja sonst noch was? Nein. Waren da gerade Stimmen? Habe ich da gerade Stimmen gehört? Da links bewegt sich jemand. Nein, das ist unser Gefährte. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, danke für diesen wertvollen Hinweis. Da ist anscheinend in dem Gebäude jemand drin, oder? Habt ihr auch die Stimmen gehört? Oder bilde ich mir das ein? Habe ich Halluzinationen? Habt ihr auch was gehört? Ja? Habt ihr auch was gehört?